Warum sind die Farben der deutschen Flagge schwarz, rot und gold? Befreiungskriege um 1815. Soldaten verschiedener deutscher Staaten kämpfen gemeinsam gegen die französische Besatzung unter Napoleon. Eine deutsche Einheit trägt schwarze Uniformen mit goldenen Knöpfen und roten Vorstößen am Ärmel oder Kragen. Die Forderung der Kämpfenden nach einer gemeinsamen Republik verbreitet sich. Die Farben übernehmen sie als Sinnbild für die nationale Einheit. Und 1848 erklärt die Deutsche Nationalversammlung Schwarz-Rot-Gold zu den Farben des Deutschen Bundes. Vor diesem Hintergrund übernimmt rund 100 Jahre später die neu gegründete Bundesrepublik Deutschland die Farben wieder und beruft sich auf das Sinnbild für Einheit, Freiheit und Demokratie.